dann sind die Wege weiter rechts. Und dann. Können Sie mich verstehen? Ja. Ja. Eminenz durch Laut, sehr verehrte Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu diesem abendlichen Podiumsgespräch hier in Wattenscheid. Wege zu glauben ist das Thema dieses Abends. Und ich freue mich, darüber heute mit zwei profilierten Katholiken ins Gespräch kommen zu dürfen. Beide sind über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt und auch in der Weltkirche aktiv. Kardinal Gerhard Müller hat Stationen in München als Dogmatikprofessor, in Regensburg als Bischof und in Rom als Präfekt der römischen Glaubenskongregation absolviert. Er ist als Wissenschaftler und Seelsorger renommiert und heute aktiv als Buchautor hier auch präsent nach der Vorstellung bzw. nach unserem Abend können Sie hier sich Bücher signieren lassen. Fürstin Gloria von Turmentaxis ist engagierte Weltchristin, die immer wieder öffentlich für den Schutz des Lebens und der Familie Position bezieht. Ich selbst darf mich kurz vorstellen, ich bin eine Journalistin, ich arbeite für die katholische Wochenzeitung Die Tagespost. Das Jahr 2019 wird für die katholische Kirche in Deutschland als ein ganz besonderes in die Geschichte eingehen. Es kommt nur höchst selten vor, dass sich der Heilige Vater brieflich an eine einzelne Nation wendet. Das war dieses Jahr im Juni der Fall. Der Heilige Vater Papst Franziskus schrieb an das pilgernde Gottesvolk in Deutschland. Und wer dieses Schreiben sorgfältig durchgelesen hat, stößt auf einen Schlüsselbegriff. Und das ist das Wort Evangelisierung. Der Evangelisierung möchte der Heilige Vater in Deutschland eigentlich einen ganz besonderen Rang zuordnen und sie uns ganz besonders ans Herz legen. Dieses Leitmotiv soll auch für den heutigen Abend stehen. Es soll um die Frage gehen, wie wir den Glauben weitergeben können und wie wir aktiv zu einer Präsenz der Christen in unserer Gesellschaft, die häufig ja recht fern vom Glauben ist, beitragen können. Eminenz, wenn wir heute Abend einen gemeinsamen Nenner zwischen allen, die gekommen sind, finden wollten, wäre das sicher die Suche nach Glück. Warum kommen eigentlich immer weniger Zeitgenossen in unseren Breiten auf die Idee, dass das Glück ihres Lebens mit der Gottesfrage zusammenhängt und der Mensch auf Gott hin geschaffen ist? In der Urkirche starben die Christen. Sie sagten, wir können nicht ohne Sonntagsmesse leben. Aber warum ist heute, wenn wir uns in unseren Gotteshäusern umschauen, sonntags dieser Gedanke vielen so fremd geworden? Ja, liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich auch, dass ich hier mit Ihnen heute Abend zusammen sein kann. Frau Heinig hat es schon erwähnt, Senden kommt ein Schreiben des Papstes direkt an das deutsche Volk. Ich hatte es schon erwähnt, kommt selten vor, Schreiben des Heiligen Vaters ans deutsche Volk, soweit ich mich erinnere, gibt es dreimal ein Schreiben des Papstes direkt an uns in Deutschland. Nämlich während des Kulturkampfs hat er die deutschen Bischöfe ermuntert, gegen Bismarck an der richtigen Interpretation des Ersten Vatikanums festzuhalten. Und dann natürlich die berühmte Enzyklika am Sonntag 1937, die gegenüber dem Nationalsozialismus, dem Rassismus, die Gottorientierung, die Christusorientierung und die Kirchenverbundenheit des Katholiken, des katholischen Glaubens in den Mittelpunkt stellt. Und jetzt auch das Schreiben des Papstes unter ganz anderen zusammenhängenden Umständen, nämlich die Evangelisierung, die Verkündigung des Evangeliums und die Christuszentriertheit. Das ist eigentlich das, was uns im christlichen Glauben ausmacht. Wir wissen ja, zum ersten Mal wurden die Jünger,
Jesu Christen genannt in Antiochien, als nämlich die anderen Juden, aber auch Heiden erkannt haben, das sind diejenigen, die Jesus für den Christus, den Messias, den Sohn des lebendigen Gottes halten. Nur die Frage nach dem Glück ist natürlich eine fundamentale Frage, die Aristoteles schon gestellt hat, denn die Nikomachen Ethik, wozu ist dann das ganze Handeln des Menschen eigentlich ausgerichtet, nämlich dass er glücklich werde, das Gute finde, das Gute tue, sich mit dem Guten vereine. Das ist aufgegriffen worden auch in der christlichen Theologie. Thomas von Aquin sagt natürlich, das Glück besteht nicht im Reichtum, in der Macht, im Ansehen des Menschen, so sehr das auch berücksichtigenswerte menschliche Güter sind, aber das Glück des Menschen besteht in der Vereinigung des Menschen mit Gott. Der Liebe mit Gott, da heißt es ja im Neuen Testament, die Gottes- und die Nächstenliebe, das ist eigentlich das Glück des Menschen. Und wenn er die Hoffnung hat auf ein ewiges Leben, dass das, was wir alles hier tun, leiden müssen, auch in diesem Leben, dass das alles nicht umsonst gewesen ist, sondern wenn wir es mit Christus verbinden, finden wir am Ende Gott. Das ist eigentlich das Glück des Menschen. Ich denke, dass doch jeder, auch wenn er aufgrund der Säkularisierung weit weg ist, leider eben vom christlichen Glauben, der ja in unserem Land über 1200 Jahre noch länger tiefe Wurzeln geschlagen hat, dass es jeder verstehen kann, dass das Glück, nach dem jeder sucht, nicht in irdischen, vergänglichen Gütern bestehen kann, sondern in inneren Werten, wenn wir es im Glauben interpretieren und verstehen, nämlich in der Gemeinschaft mit Gott, der Ursprung und Ziel des ganzen Seins ist und jedes einzelnen menschlichen Lebens. Herr Kardinal, die Christen in Deutschland leben ja überwiegend im Wohlstand. Sie kennen auch andere kirchliche Verhältnisse. Sie haben lange in Peru ausgeholfen als Seelsorger und auch an den Universitäten. Und Sie kennen sowohl die Arbeit als auch das Gemeindeleben vieler Christen in Lateinamerika. Was könnten wir Europäer von den Armen und auch von der Kirche der Armen, das ist ja ein Schlüsselbegriff, den der Heilige Vater immer wieder verwendet, lernen? Wir sollen in Deutschland nicht der Gefahr erliegen, den Wohlstand kleinzureden oder sagen, das führt uns von Gott weg. Ich bin ja nach dem Krieg geboren, von meinen Eltern noch in der Kriegszeit und dann in der Nachkriegszeit unmittelbar erlebt, wie hart eine sechsköpfige Familie ringen musste für einen ordentlichen Lohn. Ich glaube, der Vater hat dann 40 Jahre bei Opel gearbeitet und so in den ersten Jahren, wo ich dann mal so durch die Lohntüte, durch das Fensterchen durchgucken konnte, war das, glaube ich, irgendwie so 100 und noch weniger D-Mark in der Woche. Meine Schwester ins Gymnasium gegangen, 20 D-Mark damals, ich glaube im Monat oder ein Vierteljahr war ich genau Schulgeld zahlen. Ich als das zweite Kind am Gymnasium 10 Euro, also waren schon fast 10% von dem elterlichen Verdienst weg. Und dann die Schulbücher mussten eben alle noch bezahlt werden. Das war schon eine ganz große Anstrengung für einen einfachen Arbeiter bei Opel. Wir haben nebenbei noch ein paar Äcker gehabt, sonst hätten wir eigentlich die Familie gar nicht ernähren können. Und habe das dann erlebt, wie dann wir in der Lage waren, eine Waschmaschine zu kaufen, einen Kühlschrank und alles das, was auch dann die Arbeit der Mütter, der Schwestern, waschen, muss auch mithelfen, so Heimchen zu stampfen, aber bis dann doch die Arbeit an der Frauen, der Mütter wirklich jetzt erleichtert worden ist. Und ich glaube, das ist etwas Positives. Im Sinn unserer katholischen Soziallehre sagen wir doch auch, dass jeder Mensch in der Lage sein muss, mit dem, was er von seiner Händearbeit verdient, auch seine Familie ernähren zu können für Erziehung, Bildung, Wohnung, Nahrung, Kleidung, eben das nötige Einkommen zu haben. In Südamerika
15 Jahre. Dort immer, als ich Professor war in München, hier im Sommer, so ein Vierteljahr Semesterferien, die ich oft auch benutzt habe, eben um in Südamerika, hauptsächlich in Peru, aber in anderen Ländern auch in den Pfarreien, aber auch im Priesterseminar in Cusco, sind von Vorlesungen tätig zu sein. Hier ist natürlich der materielle Wohlstand viel tiefer anzusetzen. Wir haben damals eben auch viele Leute, heute auch noch, die Mutter eben am Abend nicht weiß, was er am nächsten Tag den Kindern zu essen geben soll. Also ganz im Verhältnis zu den materiellen Gütern, dass wir die Befreiungstheologie sagt, hier doch der Mensch unter seiner Würde lebt, unter der menschlichen Würde lebt. Das ist eben auch ein Auftrag für uns, natürlich den Blick zu richten auf das ewige Leben, aber gerade deswegen müssen wir auch mit dafür sorgen, uns als Kirche einsetzen, dass die natürlichen Lebensbedingungen gewährleistet werden können, sodass der Mensch unter seiner Menschenwürde lebt. Kirche der Armen, das heißt eben, dass die Kirche auch weltweit die Jüngergemeinschaft Jesu sich einsetzt für die Armen, aber auch die Armut man im tiefen geistlichen Sinn versteht, wie im Neuen Testament selig die Armen im Geiste, das heißt die Menschen, die wissen, dass sie alles geistlichen Güter, die materiellen Güter letztlich Gott verdanken, dass wir in einer Haltung der Dankbarkeit Gott gegenüber uns hineinfügen, aber von daher auch eben bereit sind, mit den Brüdern und Schwestern zu teilen. Die ersten Jünger, das ist ja der Apostelgeschichte, sie hatten alles gemeinsam, nicht im kommunistischen Sinn, dass irgendwie die Partei, das Privateigentum und den Erwerb, den Arbeitserwerb der Menschen an Staat verwaltet und an sich reißt, sondern dass sie freiwillig teilte, dass jeder von dem Gesamten so viel zugeteilt bekam. Und auch Diakone, sagen wir dann, die für den Dienst an den Tischen und der Nächstenliebe im karitativen Sinne, würden wir heute sagen, tätig waren, dass eben das auch schon organisiert worden ist in der frühen Gemeinde. Der Apostel Paulus sagt ja, kommt zusammen zur Feier der Eucharistie, Gemeinschaft mit Leib und Blut Jesu Christi, aber wie könnt ihr dann zusammenkommen? Christus steht im Mittelpunkt. Wie kann das sein, dass der eine oder der andere, der zu euch gehört, hungert? Also wir müssen auch die irdischen Gaben teilen und in einem, heute sagen wir, integralen Sinn, in einer integralen Entwicklung. Wir haben in Rom dann ein neues Dikasterium mit diesem Namen, integrale Entwicklung, dass wir sowohl das Geistliche, wie auch das Menschliche, Mitmenschliche, Materielle in einem inneren, tiefen Zusammenhang sehen. Dann das letzte Wort jetzt zu diesem Thema, wichtige Befreiungstheologie, hauptsächlich, dass wir gerade, manche sagen, das ist Marxismus, würde eigentlich sagen, wenn man sie richtig versteht, ist es gerade die Zurückweisung des Marxismus, denn die werfen uns ja vor, dass wir die Welt in sein Jenseits teilen und in ein Diesseits, das Irdische und das Himmlische wird hier voneinander getrennt und es gibt eben den Vorwurf, dass wir die Leute auf das Jenseits vertrösten, damit dann die superreichen und Ausbeuter hier ein leichtes Spiel hätten. Es ist gerade eben umgekehrt, nicht dieser Dualismus, jenseits, diesseits, geistlich-weltlich, ist das, was eigentlich die Theologie ausmacht, die katholische Theologie, von Gaudium et Spes, vom Zweiten Vatikanischen Konzil her, ganz vereinfacht gesagt, aber auf den Punkt gebracht, Gottorientierung und Weltverantwortung sind in Christus, dem Gott und
wahren Gott und wahren Menschen vereint. Und das ist eigentlich die Ziellinie, die Leitlinie des ganzen kirchlichen Handelns. Und wir können ja auch im Lumen Gentium, also der Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanums, nicht Martyria, das ganze Zeugnis der Kirche, Verkündigung, Seelsorge können wir nicht trennen von der Leiturgia, der Liturgie, der Gottesverehrung, kultischen Gottesverehrung und der Diakonia, also was wir das karitative Wirken nennen. Das sind drei Aspekte, aber die in der Wurzel miteinander vereint sind. 1. Johannesbrief sagt, wie kann ich, könnt ihr sagen, wir lieben Gott, den wir nicht sehen, wir den Bruder, den wir sehen, nicht lieben. Erlauben Sie mir dennoch noch eine kurze Nachfrage zum Stichwort Befreiungstheologie. Sie sind ja seit vielen Jahren befreundet mit Gustavo Gutierrez. Sie haben auch ein gemeinsames Buch publiziert. Und nach Auffassung vieler Zeitgenossen hat Gustavo Gutierrez ja das Drama der Befreiungstheologie und auch das Drama des Marxismus, was davon nicht immer zu trennen ist, nicht in seinem ganzen Ausmaß erfasst. Wir in Deutschland spüren auch 30 Jahre nach dem Fall der Mauer noch immer die Wunden, die das kommunistische Regime viele Menschen geschlagen hat. Inwieweit haben sich denn Befreiungstheologen seit dem Pontifikat Johannes Pauls II. Und der politischen Wende in Europa vielleicht auch inhaltlich bewegt, vielleicht auch korrigiert, gerade Glaubensfragen? Befreiungstheologie ist ja sozusagen historisch entstanden in Lateinamerika, aber als Anwendung von Gaudium et Spes, also dieser Konstitution im Zweiten Vatikanischen Konzil, die Kirche in der Welt von heute mit all den vielen Aspekten, wie ich eben auch gesagt habe, Gott, Orientierung und Weltverantwortung als eine ursprüngliche innere Einheit zu sehen. Und wir sind ja in dieser Zeit eben geprägt noch vom eisernen Vorhang, vom furchtbaren Ereignissen, die es im Stalinismus gab, der Unterdrückung der ganzen osteuropäischen Völker im Warschauer Pakt. Und das war eben Johannes Paul II., der von diesem Erfahrungshintergrund gekommen ist. Und trotzdem bei aller Kritik an der einigen Aspekten, wie es ist, der Befreiungstheologie, hat ja Johannes Paul II. Eben gesagt, wir brauchen auch eine Befreiungstheologie, das hat er damals in Brasilien gesagt. Die Befreiungstheologie geht ja nach einem bestimmten Schema, kann man vielleicht sagen, schrittweise vor, sehen, urteilen, handeln. Also wir sehen die Situation, beschreiben sie, nehmen sie wahr, wie sie ist, urteilen, beurteilen sie im Lichte des Evangeliums, sogar der kirchlichen Lehre, ganzen Verständnisses der Offenbarung. Und dann kommen wir zum Handeln, zu einer praktischen Umsetzung im Sinne eines gesellschaftlichen Handelns, pastoralen Wirkens, pastoralen Handelns. Ja, lange bin ich mit Gustavo Gutierrez beschäftigt, viel mit ihm gesprochen, drei Bücher am Schluss veröffentlicht über Befreiungstheologie und verwandte Themen. Da war auch dieser erste Schritt. Da war sozusagen ein bisschen leicht problematischer Zugang, weil am Anfang man sich sozusagen nur auf eine soziologische Beschreibung der Realität beschränkt hat. Aber wir in der Theologie müssen natürlich auch die philosophische, anthropologische Beschreibung der Wirklichkeit mit einbeziehen, so wie es die klassische katholische Theologie ja gemacht hat, anknüpfend an Plato, Aristoteles, Sokrates, die Stoa und die Ethik der Philosophie, von der natürlichen Theologie, sozusagen das war der Zugang, die Anthropologie, und eben jetzt hier auch noch die soziologischen Methoden, die gesellschaftlichen Fragestellungen hinzugekommen sind, und das soll sich ja nicht ausschließen, sondern soll sich auch wechselseitig verbinden. Gustavo Gutierrez hat dann auf meine Einladung hin in München der theologischen Studien, die ich damals als Professor in München herausgegeben habe, einen großen Aufsatz geschrieben, in dem es sozusagen diese Schwäche des ersten Schrittes, des Segens
versucht hat zu überwinden. Und somit haben sich später dann alle Meditationen jetzt in der Glaubenskongregation und zu Zeiten von Kardinal Ratzinger haben sie den eben auch gelöst. Und er ist ja dann auch später von Johannes Benedikt und auch von Papst Franziskus dann mehrmals empfangen worden, nicht nur um Honneurs zu machen, sondern eben auch zu unterstreichen, dass hier diese Friktionen gelöst sind. Gerade gesagt, eben dieser Dreierschritt der Theologie, der praktischen Theologie, ist das eine, was eigentlich noch tiefer anzusetzen ist, ist ja, in, wie eigentlich der Glaube entsteht. Nicht jeder von uns treibt Theologie, von den wenigsten Theologie im wissenschaftlichen Sinn. So wichtig sie ist, aber sie ist nicht notwendig für den Gläubigen. Meine Eltern, die wussten gar nicht, mit was ich mich beschäftige, aber ich habe die Schulbücher gehabt, nämlich die Schulbibel für die Volksschule, hat man damals gesagt, habe ich heute noch von meinen Eltern, die in der Schule benutzt haben, und den Katechismus, Kinder oder Jugendliche. Und wenn man das eben so liest, und auch meine Eltern natürlich ständig immer am kirchlichen Leben teilgenommen, Mutter konnte die Sonntagsevangelien auswendig, früher als noch die andere Lesungsordnung gab, gab es dann eben weniger Stoff aus der Heiligen Schrift, weniger Lesungen, Evangelien, als heute in unserem Dreierrhythmus. So war das viel leichter dann, dass die Leute einfach wussten, welches Evangelium nach Pfingsten zu uns heute kommt, das gute Hirtenevangelium. Das hat sich alles auswendig gekonnt. Also was den Glauben angeht, ist er unabhängig von der Fachtheologie, ist einfach diese grundlegende Gemeinsamkeit gegeben. Und der Glaube entsteht nicht aus theologischer Reflexion, sondern nach Paulus, der Glaube kommt vom Hören. Das Wort Gottes wird verkündet, wir hören es, wir fühlen uns von Christus angesprochen und übergeben uns mit Verstand und Willen, vollem Vertrauen, übergeben wir uns ganz an Gott in Jesus Christus, im Heiligen Geist. Das ist ja das, was uns alle verbindet und deshalb hat der sozusagen nicht-theologische, gebildete Gläubige und auch der höchste, größte Theologe haben natürlich den gemeinsamen Glauben, können gemeinsam beten, alles das Gleiche, diese Sakramente empfangen. Das ist eben auch wichtig, dass wir sagen, natürlich gerade mit der Theologie, der wissenschaftlichen Theologie, kann es auch noch Missverständnisse geben, notwendige Korrekturen auch von Seiten des Lehramtes, aber ja, mit gutem Willen von allen Seiten kann man auch bestimmte Fragestellungen dann auch in einem guten Sinne beantworten. Dietrich Bonhoeffer hat ja gesagt, was ist eigentlich die Theologie? Von evangelischer Sicht aus sogar die Formulierung gefunden, das ist nicht einfach nur eine akademische Selbstbeschäftigung, sondern die Theologie ist eine Funktion an der Theologie. Die Theologie hat der Kirche und der Glaubensgemeinschaft und dem Glauben zu dienen und auch jeder Christ, wenn er nicht akademisch jetzt seine Theologie studiert hat, darf doch wissen, dass die Herausforderungen am christlichen Glauben von der Naturwissenschaft her, von der Gesellschaftsentwicklung her, von der Religionskritik her, Marx, Feuerbach her, dass wir in der Lage sind, unsere Theologen in der Lage sind, eine vernünftige Antwort zu geben, denn unser Glaube ist nicht unvernünftig, sondern die höchste Realisierung der Vernunft, Glaube und Vernunft. Das ist ja das, was die besondere Gestalt der christlichen Religion ausmacht. Und das Wort ist Fleisch geworden, das heißt in Griechisch der Logos, das Wort Gottes, die Vernunft Gottes ist
Fleisch geworden und deshalb ist unser Glaube nicht etwas Unvernünftiges. Kierkegaard, der evangelische Theologe im 19. Jahrhundert in Dänemark, das kritisch war gegenüber der dortigen evangelischen Amtskirche, damals bürokratisch so den Glauben verwaltet hat, der sagt ja nein, der Glaube ist ein Paradox, ist ein Sprung in den Abgrund, in das Dunkel. Kann man eigentlich katholisch nicht so ganz sagen. Der Glaube ist ein Akt der Vernunft und des Willens, erfüllt vom Heiligen Geist. Deshalb glauben wir nichts Unvernünftiges und wieder Vernünftiges, sondern etwas, was über Grenzen der menschlichen Vernunft hinausgeht. Beispiel die Auferstehung Christi, unsere leibliche Auferstehung, kann natürlich nicht einfach von uns sozusagen gefordert werden. Es muss so sein. Aber wenn im Evangelium uns diese Botschaft von Gott her zukommt und glaubwürdig vermittelt wird von den Aposteln, ist es doch vernünftiger zu glauben, dass wir als ein Vernunftwesen mit dem Verlangen nach Unsterblichkeit, nach Unendlichkeit, dass diesem Verlangen auch von Seiten Gott entsprochen wird, als dass wir mit dieser ganzen Sinnfrage belastet sind und am Schluss wird das alles umsonst. Eine vernünftige, im Lichte Offenbarung scheint es uns ganz klar, dass es vernünftiger ist, an Gott zu glauben, als nicht an Gott zu glauben. Über die Hier, wenn man sich also mit afrikanischen Priestern unterhält, die
geben das nicht gleich so zu, aber wenn man dann länger spricht, dann kommt eigentlich zutage, dass das die große Herausforderung ist, im täglichen Leben die Leute davon zu überzeugen, dass Christsein im vollen Umfang die Befreiung ist. Es gibt natürlich das Böse, aber das Böse kann ich bekämpfen und kann mich davon befreien, wenn ich die Sakramente. Und deswegen sind die auch brav, die gehen in die Kirche, die gehen auch zur Beichte, die nehmen die Sakramente wahr, aber so ein bisschen Rest, Aberglaube bleibt halt. Und dafür ist einfach die katholische Religion für diesen Fleckchen Erde noch zu jung, als dass das wirklich in Fleisch und Blut übergeht, dass wir uns von den höchsten Geistern sozusagen durch die Sakramente befreien können. Welche afrikanischen Gläubigen haben Sie persönlich in der Begegnung ganz besonders beeindruckt? Da können Sie uns einmal Beispiele nennen. Ja, da war zum Beispiel die Haushälterin von Georg Ratzinger. Die hat also praktisch nebenbei von ihrem kleinen Gehalt, hat sie einem afrikanischen Priester das Studium finanziert. Und dann hat die den natürlich über Jahre lang begleitet und dann wurde daraus eine große Freundschaft und dann hat sie dann auch die ganzen alten Messgewänder, die bei uns aussortiert wurden, die hat sie dann nach Afrika getragen, in riesigen Koffern. Und dieser Student ist tatsächlich Bischof geworden. Und der hat mich sehr beeindruckt, weil der eben auch der Kommunikationschef wurde, der Bischofskonferenz. Und der hat also auch wirklich Großartiges geleistet, um die Menschen davon zu überzeugen, dass die Hexerei, dass man da nicht dran glauben darf. Als wenn man dran glaubt, dann kann sie auch wirken. Das darf man ja nicht vergessen. Die Wirkung entfaltet sich durch den Glauben und deswegen muss man das wegschieben. Und da hat er Großes geleistet. Ein besonderer Wert für Afrikaner, kulturell bedingt, aber natürlich auch durch das Christentum verstärkt, ist ja die Familie. Der Familienzusammenhalt der Afrikaner ist, zumindest wenn man die Bücher verraten, ist ja hoch beeindruckend. Sie haben selbst Ihre Kinder auch zu aktiven und gläubigen Katholiken erzogen. Und damit kommen wir zu einem Thema, das heute viele Menschen berührt, denn den Glauben an die nächste Generation weiterzugeben, ist heute alles andere als leicht. Und diese Erfahrung machen auch viele Menschen, die ihren Glauben bewusst praktizieren. Die Eltern praktizieren, die Großeltern praktizieren, aber die Kinder und die Enkel bleiben weg und oft zu wirklich großem Leidwesen und großem Kummer der älteren Generation. Nun ist es ein Faktum, dass viele in der postsäkularen Gesellschaft eigentlich nichts mehr mit Glaubensinhalten anzufangen wissen. Aber was raten Sie, Elternfürstin, aus Ihrer Erfahrung als Mutter? Wie kann denn heute christliche Erziehung gelingen, auch wenn so viele Faktoren ablenken? Ja gut, man muss natürlich klein anfangen, wenn die Kinder noch klein sind, auch wenn die noch gar nichts verstehen, dann muss man auch trotzdem schon das Abendgebet sprechen, vielleicht ein schönes Lied singen, das geht auch ins Unterbewusstsein über. Und dann würde ich sagen, ich habe das mein Rezept immer gewesen, so früh wie möglich die Kinder in die Kirche nehmen. Und auch wenn die noch gar nichts verstehen können, weil das auch langweilig ist für die und die wollen dann rumlaufen, man muss ihnen auch meiner Ansicht nach Disziplin beibringen. Übrigens, das ist in Afrika großartig. Meine Tochter besucht mich in Afrika und natürlich gehen wir am Sonntag in die Kirche und in der ersten und zweiten Reihe sitzen die ganzen Kinder und zwar von 4 bis 14, musterhaft brav und unsere toben und schreien und machen Terror. Also das ist also auch wieder so, da hat mich natürlich wahnsinnig geschämt, aber das ausgerechnet wir, naja gut. Also bitte so früh wie möglich die Kinder in die Messe. Ich habe dann auch zu meiner Tochter gesagt, sag mal, gehen die Kinder ab und zu auch in die Kirche, sind die das überhaupt gewohnt? Und es war ihr dann auch unangenehm. Aber wie gesagt, die Kinder so früh wie möglich in die Kirche mitnehmen und dann mit den Kindern natürlich beim Mittagessen, beim Abendessen beten. Und das sind die Sachen, die man machen kann. Und eben, wenn es schöne Lieder gibt, also bei mir gibt es ja eine ganze Schlagerparade. Schlagerparade und das kommt sehr gut an. Ja, und wenn man das immer macht und durchzieht, dann kann man auch Erfolg haben damit. Und ja, und dann braucht man natürlich auch die Hilfe des Himmels, weil der Glaube, der wird einem ja geschenkt. Und wahrscheinlich braucht man auch Kinder aus der Verwandtschaft und so weiter, die das etwas mittragen. Denn heute kriegt man häufig das Einzelkind oder allenfalls zwei und die sind dann noch altersmäßig auseinander und vielleicht noch nicht
als Eltern heutzutage, sag mal, dieses als Alleinstellungsmerkmal nutzen, dass man in der Minderheit ist. Nämlich dann auch sagen, und wir kämpfen zusammen und wir halten daran fest und wir verlassen unsere Religion nicht. Also man kann sich das auch zunutze machen, dass man eben alleine ist auf weiter Flur und niemanden hat. Also so habe ich das auch gemacht mit meinen Kindern. Und man muss halt alle Tricks nutzen, aber das funktioniert schon. Und wenn man eben man muss auch das, was man verkaufen will, da muss man dran glauben. Und wenn man nicht an den Namen glaube, dann kann ich es auch verkaufen. Eine blühende Werbung für die katholische Erziehung. Nun kommen wir nochmal zu einer ganz praktischen Frage. Wir sind doch gerade im November und Allerheilige ist erst wenige Tage her. Da haben wir so ein typisches gesellschaftliches Ärgernis oder zumindest noch eine Stolperstein, die Halloween-Bewegung. Sucht uns inzwischen auch ein hier jenseits des Atlantiks. Was wollten Sie denn, wenn Sie mit Halloween konfrontiert werden? Ganz praktisch. Also ich bin natürlich der totale Halloween-Muffel, habe ich Ihnen auch immer klar gemacht. Wir haben ja auch in New York gewohnt eine Zeit lang, da ist ja Halloween, übernimmt ja alles. Jedes Büro, jede Rechtsanwaltskanzlei, jeder Friseur, egal wo Sie sind, kommt irgendein Hexengesicht entgegen. Und es ist richtig scheußlich. Und ich meine, ich habe ja wirklich nichts gegen Verkleidung. Aber, und wie gesagt, aller Heiligen und aller Seelen und Friedhof und so weiter, das ist ja alles schön und gut, nur bei Halloween, und deswegen mag ich es nicht, schwingt, ich meine, es ist ein Kommerzfest und man kann verkaufen, deswegen verstehe ich, dass man das machen will. Und die Kinder wollen sich verkleiden, okay, und Süßigkeiten holen. Aber das haben wir an St. Martin gemacht. Nein, an Nikolaus haben wir das gemacht. An Nikolaus sind wir auch von Tür zu Tür gegangen und haben Süßes gekriegt. Warum müssen wir uns diese heidnischen Festtage da anhalten? Wir haben unsere eigenen. Und wenn man nach Nikolaus sind wir immer von Tür zu Tür. Es war ein Riesenhallo. Wir sind mit vollen Taschen nach Hause gekommen. Das war herrlich. Wir freuen uns auf die Heiligenfeste, die in den nächsten Wochen im Kalender sind. Kommen aber noch einmal zurück zur Situation der Kirche. Wer derzeit die kirchlichen Nachrichten hier in Deutschland und auch darüber hinaus verfolgt, gewinnt ja doch früher oder später den Eindruck einer großen Zerrissenheit. Kürzlich sagte eine deutsche Dogmatikerin, die Kirche hier in Deutschland stehe nicht vor einer Spaltung, sondern sie habe sie bereits. Nur traue sich keiner, offen darüber zu reden. Eminenz, wie sehen Sie das? Kommen die Warnungen vor einer Spaltung der Kirche in Deutschland bereits zu spät? Es gibt immer so Unheilspropheten oder Propheten, den man widerstehen muss. Die Einheit ist uns der Kirche von Gott geschenkt. Wir glauben, die Kirche in ihrer Einheit, Heiligkeit, Apostolizität, Katholizität. Und niemand ist es erlaubt, sozusagen mit der Einheit der Kirche zu spielen. Es ist einfach nicht eine nachträgliche Einheit. Wir setzen uns zusammen mit so zwei, drei Parteiflügeln. Sagen, wir wollen doch die nächste Wahl gewinnen, jetzt raufen wir uns mal zusammen oder stellen mal die persönlichen Spannungen und Meinungsverschiedenheiten hintan und tun dann so, als ob wir geeint wären. Dieses Zerrissene, dieses Zerspaltene, dieses ideologisch Zerklüftete ist eine Sünde. Man kann gegen die Einheit der Kirche sündigen. Haben wir eine Pluralität, es gibt so viele Glaubensstile, hat Kardinal Ratzinger damals gesagt, dass es Menschen gibt. Der einzelne Mensch ist in seiner Besonderheit, seiner Individualität, seinen besonderen Talenten, Charismen in der Kirche wichtig. Wir sind ein Leib mit vielen Gliedern, vielen Charismen. Dadurch wird im einen Geist, in der einen Liebe die Kirche aufgebaut. Grundlage ist natürlich der eine Gott und Vater, der eine Christus, der eine Glaube, der eine Taufe. Wir können nicht einfach sozusagen Pluralität zulassen und akzeptieren im Sinne von Heresie. Wir können nicht sagen, jetzt Athanasius und Arius, setzt euch mal zusammen, vertragt euch mal. Als es vor dem Konzil und auf dem Konzil von Nicea darum ging, ist Jesus nur ein erstes, oberstes Geschöpf.
hören, dass dann Mensch geworden ist, im eigentlichen Sinn Sohn Gottes, oder ist er der wahre Wesensgleiche, Sohn des Vaters, in Ewigkeit aus dem Vater hervorgehend, mit dem Vater, dem Heiligen Geist, der eine Gott in der Dreifaltigkeit. Da kann es keine Kompromisse geben in der Reformationszeit, so sehr wir das heute ja anerkennen, dass die Reformatoren ursprünglich ja eine innere Reform der Kirche wollten gegenüber der finanziellen Korruption, wie sie damals eben auch gegeben hat. Ablasshandel kann man mit dem Ablass an der Gabe Gottes finanziellen Handel treiben und viele andere Schäden, wie es gab in der spätmittelalterlichen Kirche. Aber der Point of No Return war erreicht, als Luther 1520 die 7 Zahl der Sakramente geleugnet hat. Da gibt es keinen Kompromiss mehr. Entweder sind die 7 Sakramente von Christus eingesetzt und dann im Bewusstsein der Kirche immer deutlicher hervorgetreten, bis zu einer lehramtlichen Definition. Es gibt 7 und nicht andere Sakramente, wirksame Zeichen der Vermittlung der Gnade von der Taufe bis zur Ehe. Da gibt es keine Kompromisse mehr. Heute in der ökumenischen Theologie verhandeln wir nicht sozusagen, sondern wir fragen von unterschiedlichen Ansatz, wie kommen wir sozusagen wieder in diesem Verständnis dieser Grundgegebenheiten näher. Manche Evangelische sagen ja auch, Konfirmation ist nicht nur ein Segen, sondern wenn der Heilige Geist übermittelt wird, muss ja Gott in besonderer Weise handeln, also nähern das an uns ein gewisses sakramentales Verständnis an. Melanchthon hatte so irgendwie in den Auseinandersetzungen, die Apologia, die Confessio Augustana, die Apologia, das war eine Zusatzschrift, gesagt, ja, wenn ihr Papisten, also die papsttreuen Katholiken, sagt, dass das Weihesakrament ein Amt ist, von Christus eingesetzt zur Verwaltung von Wort und Sakrament, dann können wir auch die Weihe in bestimmter Weise Sakrament nennen. Und wenn Sie heutige evangelische Kommentare zu den Pastoralbriefen, also 1, 2 Timotheus und Titus, sich anschauen, gibt es viele evangelische Kommentatoren, die sagen, wenn Paulus davon spricht, Timotheus, Titus gegenüber, dass sondern Handauflegung und Gebet, Presbyter, Bischöfe einsetzen oder in der Apostelgeschichte haben ja Paulus, Barnabas, in jeder Gemeinde heißt es dort, Handauflegung und Gebet, Presbyter, also Priester eingesetzt, später dann gegliedert, Bischof, Priester, Diakon, freistufige Weihsakrament, also dass in der Bibel schon eine Grundlage da ist, für das Weihsakrament, dann kommen wir im heutigen ökumenischen Gespräch wieder näher zu einem tieferen Verständnis. Aber es kann sozusagen keinen Kompromiss geben, dass wir sagen, ja, 2, wir haben 7, einigen wir uns auf 5. So kann man mit der Gnadengabe Gottes nicht umgehen. So können wir nicht verhandeln, als ob das unser Eigentum wäre, die 2 Firmen, die sich dann irgendwie fusionieren. Und so ist es eben auch der heutigen Zeit. Die Fragen, die jetzt oft gestellt werden, jetzt thematisiert werden sollen, die kann man nicht einfach komplett verhandeln. Kann man ein tieferes Verständnis geben, Sexualität und Ehe, dass wir uns das eigentlich auch aneignen, was die Kirche vielleicht schon gesagt hat. Viele reden drüber, kennen es aber eigentlich nicht genau, was die kirchliche Lehre dazu sagt, was unsere Anthropologie, unser Menschenbild zu diesen Themen sagt. Aber wir können nicht sagen, wir kommen mal zu einem Punkt, wo wir sagen, die 10 Gebote, das war nun irgendwie ein zeitbedingter Ausdruck der Vorstellungen der alten Israeliten. Das ist unser fester Glaube, dass die Gebote Gottes, die 10 Gebote Gottes, die kommen von Gott selber, wenn sie auch in der sprachlichen Gestalt
altisraelischen Kultur der Umwelt formuliert worden sind, aber es ist wirklich Wort Gottes, es ist die Offenbarung des heiligen Willens Gottes, der uns heilig macht. Die Gebote Gottes sind nicht eine Last, die uns aufgelegt werden. Meine Last ist leicht, sagt Jesus, wenn wir es uns innerlich zu eigen machen, dann spüren wir, wie Gott es in allen 10 Geboten mit uns Menschen gut meinen wird. Wenn wir den Weg der Nachfolge Jesu Christi gehen, dann geht es uns innerlich gut. Dann brauche ich nicht zu Drogen zu greifen. Dann reicht mir 1-2 Gläschen Rotwein nach getaner Arbeit, die ganze Flasche aussaugen. Dann brauche ich keine Ersatzhandlungen. Wir brauchen die Flasche. Jetzt gesagt, dann sind wir in der Flasche groß geworden, aber es ist ursprünglich die Milchflasche gemeint. Und wenn wir denn auf die Seligpreisung gehen und den Weg der evangelischen Räte gehen, wenn wir die Unauflöslichkeit der Ehe als Gnadengabe Gottes ansehen, in dieser Ehe ist eine Ganzhingabe möglich. Und dann ist es nicht so wie in der Operette, am Anfang ist man irgendwie verliebt, dann kommen die Routinen und dann wird ein anderes Abenteuer gesucht, sondern dann ist es eine Ganzhingabe an den anderen Menschen, sie ist möglich, mit Hilfe der Gnade an Christus, der Sohn Gottes sich ganz für uns hingegeben hat, dann kann man auch beharrlich bleiben in dieser ursprünglichen Sendung, die man übernommen hat als Priester. Nicht, dass man sagt, nach 10 Jahren, jetzt bin ich ausgelaugt, habe ich ein Burnout und jetzt muss ich irgendwie, was weiß ich, in Südtirol die Dolomiten besteigen, irgendwas anderes machen. Dann bleibt uns die Freude in Gott, die Freude in Gott, die hilft uns eben auch, den einmal eingeschlagen, mit Christus angefangenen Weg auch zu vollenden. Und dann in der Ehe, sagen dann manche Leute, ja, jetzt sind wir 40, 50 Jahre verheiratet, dann lassen sie sich scheiden und sagen, naja, das ist alles so, am liebsten nicht irgendwie einen anderen Partner gefunden, aber es ist irgendwie so langweilig geworden. Ja, es ist ja keine Unterhaltungsveranstaltung. Das ist eine ganze Gabe eines Menschen an den anderen unter allen Umständen, Höhen und Tiefen des Lebens. Und wenn die menschliche Schwäche, da gehört auch die Routine, die Langeweile zu alles, was man macht. Auch das Heiligste kann langweilig werden, wenn nicht sozusagen die Liebe Christi im Heiligen Geist uns immer wieder ins Herz eingegossen wird. Ich bin ja schon 40, 42 Jahre Priester. Wie oft habe ich schon gepredigt, alle Sakramente gespendet. Aber man muss doch um die Gnade beten, jeden Tag an den Altar Gottes treten zu können, zu Gott, der mich erfreut von Jugend auf. Mein inneres Herz erfreut. Und das hilft uns eben auch. Christus, der Heilige Geist, helfen uns, dass wir über Langeweile, Frust etc. drüber hinwegkommen können. Und das ist meines Erachtens eben auch das Wichtigste, dass wir in der Kirche nicht nur Strukturdebatten. Morgen war im Landtag vielen interessanten Abgeordneten, auch allen Parteien gesprochen, viele sehr wohlmeinend mit der Kirche, sogar engagiert in der Kirche, aber immer die Frage, was können wir tun? Die Kirche wieder glaubwürdiger wird. Interessante Frage, aber sie ist eigentlich meines Erachtens falsch gestellt. Wir können überhaupt nichts tun, dass die Kirche glaubwürdig wird. Der Glaube ist aus sich heraus glaubwürdig. Nur wir können uns mit unserer Beschränktheit, Nachlässigkeit, Frivolität manchmal vor das Licht stellen, zwischen das Licht und dem das Licht Christi leuchten soll. Wir können den Glauben anderer erschweren, aber wir müssen doch nicht den Glauben glaubwürdig machen. Christus ist glaubwürdig. Du hast Worte des ewigen Lebens. Es kommt darauf an, dass jeder Christus begegnet. Wir
Es sind, der Priester ist Mittler, die Eltern sind Mittler auch, der Religionslehrer ist Mittler, ein Jugendleiter, eine Jugendgruppe ist auch Mittler, jeder Jugendliche ist Mittler in einem bestimmten, unterschiedlichen Sinne des Wortes, aber doch nicht so, dass wir zwischen Christus und dem Menschen stehen, sondern dass wir wie Johannes des Täufer zur Seite treten und nur hinführen die Menschen, dass sie Christus begegnen. In den Sakramenten sagen die Leute, das ist langweilig. Wie kann das langweilig sein? Christus ist es, der tauft. Christus ist es, der durch die Handauflegung des Bischofs und die Gräsamsalbung dir den Heiligen Geist schenkt. Christus ist es doch, der in der Eucharistie das Kreuz ist auch für sein Opfer, seine Hingabe für uns in der Liebe gegenwärtig macht. In der Eucharistie empfangen wir nicht nur irgendwie ein Gemeinschaftserlebnis, sondern wir empfangen Christus als Haupt und Leib, als Kirche. Und Christus ist es doch, der ans Krankenbett tritt in der Krankensalbung. Christus ist es, der Bischof, Priester und Diakon weiht. Durch die Hände des Bischofs, aber der Bischof ist ja auch nur ein Mensch wie jeder andere, kann doch keine Gnade mitteilen. Wir sind Diener der Sakramente, aber wir geben nicht die Gnade, sondern wir geben nur die Sakramente der Gnade. Wir vermitteln die heiligen Zeichen wirksam. Aber Christus ist es, der die Gnade wirkt. Und auch bei der Ehe sagen die Leute, ja, sprich nicht, das geben sein Ja-Wort, das macht die Ehe aus. Nicht ganz. Christus bestätigt es. In Christus wird die Ehe geschlossen. Und Christus schließt, was Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen. Gott, Christus, verbindet die Ehe, nimmt die Ehe von zwei Getrauten in das Geheimnis von Haupt und Leib, Frau und Bräutigam hinein. Und dann, glaube ich, wenn man das richtig versteht, sich richtig aneignet, dann diese Frustration auch, dieses ständige Gerede von Langeweile, was müssen wir für Programme auflegen, tausend katechetische Neuansätze machen, Pastoralkonzeptionen machen, das ist alles recht und schön, aber wir können es nicht bewirken. Kein Mensch kann die Gnade Gottes bewirken, nur der Heilige Geist bewirkt es. Aber für uns liegt es, dass wir gute Instrumente sind, Zeugen des Glaubens sind. Darauf kommt es an. Das hoffe ich auch in den nächsten Wochen und Jahren auch in der Kirche in Deutschland, dass wir nicht immer die Politik, die gesellschaftlichen Entwicklungen, die Unternehmens beraten. Die Diözesen lassen sich von Unternehmen beraten, vielleicht wie man das Ordinariat organisiert, das sind ja so rein praktische Tätigkeiten, wie der Haushalt aufgebaut wird. Aber was die eigentliche Tätigkeit der Kirche angeht, brauchen wir keine Unternehmensberatung. Ist Gott unser Berater, der ist der Berater des Unternehmens Kirche. Gott ist der Berater des Unternehmens Kirche und vielleicht ließen sich die Mitarbeiter des Unternehmens ja auch öfter einmal etwas sagen von Gott, wenn sie die Zusammenhänge klarer sehen. Eminenz, Sie sprachen eben davon, wir müssen uns die kirchliche Lehre wieder aneignen. Und das ist ja tatsächlich etwas, was auch aus dem Gebet des Heiligen Vaters im Grunde sich als logische Konsequenz ergibt. Wie können wir das Evangelium verkünden und auch gleichzeitig in einen Zusammenhang der Lehre der Kirche stellen, sodass nicht Christus und die Kirche wie zwei getrennte Planeten auf die Leute wirken, sondern eben wirklich als der Ursprung und Christus auch als seine Gegenwart in der Kirche erfahrbar wird. Der Erfahrung vieler Gläubigen nach sind aber die Stationen, die klassischerweise die Lehre der Kirche vermitteln sollten, oft ein Durchgangsstadium, wo nicht so viel hängen bleibt. Ich nenne mal als Beispiel den schulischen Religionsunterricht, auch die Sakramentenvorbereitung, die vielen Kinder kommen nach dem weißen Sonntag und nach der Firmung noch. In der Regel herrscht ja dann doch große Ecke und nicht zuletzt das Theologiestudium.
Sie sprachen eben davon, Glaube und Vernunft müssten in eine Synthese gebracht werden, müssen zusammengedacht werden können. Aber was müsste sich bei uns ändern, damit das Theologiestudium Menschen auch zu diesem vertieften Glaubensverständnis führt, anstatt, wie es in der Praxis ja häufig ist, eher wie ein Spaltwesen diese akademische Lagerbildung noch zu befördern? Die Spaltungen gehen bei uns an den Fakultäten sicher nicht vorbei. Wir sind mittendrin. Die Entwicklung der wissenschaftlichen Theologie hat es dann den deutschen Idealismus gegeben, Hegel, großer Name, der dann ihre Voraussetzung gemeint hat, er könnte die ganze Welt gedanklich in einem System erfassen. Und das ist eigentlich so interessant, dass philosophisch ist, aber nicht der Ansatz der katholischen Theologie. Wir machen keine Systemtheologie. Wir können nicht das gesamte des Seins, des Wortes Gottes sozusagen rationalistisch ergründen und in ein Gedankensystem erfassen. Das theologische Denken ist der Versuch des Verstehens des Geheimnisses nicht des Dunkels Gottes, sondern der Überfülle des Lichtes Gottes. Wir sehen mit unseren Augen das Licht Gottes, aber wir können es nicht mit menschlichem Geist ausschöpfen, aber wir können sozusagen immer tiefer uns hineinführen lassen. Heilige Theresia von Avila zum Beispiel, mystische Theologie, Heilige Hildegard von Bingen, waren jetzt nicht Fachtheologen im Sinne einer akademischen, universitären Ausbildung, aber sie haben ein solches Glaubensverständnis gehabt, sozusagen mystisch, mit der tiefsten inneren Liebe noch mehr gesehen haben und zum Ausdruck bringen konnten. Die Augen des Glaubens, die Augen der Theologie sind eigentlich, das Herz der Theologie muss von Liebe zu Gott erfüllt sein. Sonst wird das Ganze, Paulus sagt, im ganzen christlichen Leben, dröhnende Pauke, klingende Schelle, blum blum blum, große Effekthascherei, alles Mögliche, die Leute werden im Unterhaltungsszenario dann tief irgendwie beeindruckt, aber es bleibt am Ende nichts. Wenn ich nicht die Liebe hätte, wäre alle menschliche Erkenntnis, auch theologische Erkenntnis, nichts. Mich musste man eigentlich nicht wie ein Hund in die Kirche tragen, meine Eltern haben mit mir überhaupt keine Mühe gehabt. Glauben kennenzulernen, derjenige, der am schnellsten dann von allen Geschwistern und besten Katechismus konnte und Bibel durchaus konnte, auskannte. Mein Bruder war 4 Jahre älter, hat mit 9 Jahren das Stufengebet gelernt, hat das selber dann gesagt, mühsam, lateinisch war 5. Ich habe ihm mit ihm dann schon das Stufengebet in Latein beigebracht, zu sagen, dass ich ein bisschen Ausnahmesituation war, immer schon in dem Ganzen mich ganz angezogen gefühlt habe. Aber es ist eben auch wichtig, und das war vielleicht das, was wir am meisten mitbekommen haben von den Eltern, einfach die Liebe zu Jesus, bevor man überhaupt das Ganze reflektieren kann. Jesus, dir lebe ich, Jesus, dir sterbe ich, Jesus, dann bin ich tot und lebendig. Gewissenserforschung am Abend, Blick auf Jesus am Kreuz. Dieser Jesus ist für dich gestorben. Du bist als kleines Kind wirklich gesagt bekommen, Vertrauen, Eltern, die selber glauben und leben. Glaubt, das ist eigentlich das Herz des Glaubens überhaupt und auch dann der wissenschaftlichen Theologie ist, bleibt das einfach so. Es gibt ja viele Professoren, die sich in der Universität rechtfertigen, wenn da so andere Professoren anderer Fächer kommen und sagen, Theologie, das ist ja keine richtige Wissenschaft, wir haben dann unsere Naturwissenschaft, so
können wir alles messen und mit mathematischen Formeln beschreiben. Philosophie und Theologie, ja, das sind so schöne poetische Formeln, die uns also den Wissenschaftscharakter absprechen, also eine Verengung im empiristischen Wissenschaftsbegriff haben. Und dann meinen manche Professoren sozusagen sich rechtfertigen sollen, ja, wir haben auch dann Griechisch und Hebräisch, wir haben alle diese die Geschichte, also alles da Wissenschaft wie jede andere. Aber das Herzstück der Theologie ist doch noch etwas anderes, als dass wir uns für den anderen sozusagen in einem organisatorischen Sinne, empiristischen Sinne, statistischen Sinne als Wissenschaft ausweisen. Die Wissenschaft ist die Lehre von Gott, die Erkenntnis Gottes in seinem geoffenbarten Wort, in der Heiligen Schrift, in der Tradition, in dem Lehrbekenntnis, Glaubensbekenntnis der Kirche. Und es muss eben auch ein Feuer in einem Theologieprofessor sein, dass er nicht einfach nur seinen Stoff jetzt den Schülern vorsetzt, Vogel frisst oder stirbt, hier hast du deinen Napf, es ist ein Auf, ob das schmeckt oder nicht. Ein guter Koch wird die Speise auch schön zubereiten, mit Liebe zubereiten, denn die Liebe geht durch den Magen, die Liebe zu Gott geht auch durch eine gute Theologie, durch einen überzeugten Apostel, Jünger des Herrn. Ein Theologieprofessor muss seinen Studenten auch lieben. Sagen wir es nicht nur einfach so Wissenshülsen, die jetzt aufgefüllt werden, sondern sind Menschen, die ihre Suche nach der Wahrheit, nach der inneren geistigen Organisation ihrer Persönlichkeit, und deshalb muss Theologie auch christozentrisch sein. Man kann Theologie so vortragen, am Anfang sage ich, leiste jetzt mein Pensum ab, am Anfang des nächsten Monats kommt dann mein Gehalt, und dann denke ich mal, irgendwann 5 Jahre bin ich pensioniert, habe ich meine Sachen gemacht, habe vielleicht ein paar Schüler gehabt, die haben auch gute Noten bekommen, etc. Aber es muss doch darauf ankommen, dass der Lehrer in einem persönlichen Kontakt ist mit dem Theologiestudenten und auch ein Interesse hat, in ihnen die Liebe zu Gott zu wecken, in der Art und Weise, wie man über den Glauben auch spricht. Und da haben wir auch große Vorbilder, die Kirchenväter, Basilius, der Große, Athanasius, Hieronymus, der sagt, wer die Heilige Schrift nicht kennt, der kennt Christus nicht, liebt Christus nicht, Augustinus, Ambrosius, Leo der Große, die großen mittelalterlichen Autoren, aber auch jetzt, uns ja noch viel näher, John Henry Newman, auf evangelischer Seite, Dietrich Bonhoeffer, promoviert, auch ein hochgebildeter Mann aus einer Professorenfamilie, alle seine Geschwister waren Professoren, Vorfahren, und ist also nicht wie unser einer, der jetzt vielleicht so von der Arbeiterschaft herkommt, ein ganz anderer Bildungshintergrund, aber der dann auch in der Nazizeit so ein Predigerseminar geleitet hat, also was für uns parallel ein Priesterseminar heißen würde, wo er eben die jungen Studenten zum evangelischen Pfarramt geführt hat, auch eben um die Einheit betont hat, in der Liebe zu Christus und eben auch der Beherrschung natürlich auch des wissenschaftlichen Stoffs. Diese Einheit muss gegeben sein. Deshalb ist es ganz schlimm, wenn die Professoren sich jetzt hier in der Öffentlichkeit ausbreiten und sagen, die Spaltung ist schon da, es ist und hin und her, und das sozusagen befördern durch dieses unverantwortliche Gerede. Ich muss jedes schon in die Brust schlagen und sagen, habe
ich vielleicht etwas zu dieser spannungsreichen Situation beigetragen? Was kann ich tun, um das zu überwinden? Das kann eigentlich nur geschehen, wenn wir auch zurückgehen zu den ursprünglichen Quellen, Schrift, Tradition, Lehramt. Das sind eben, und eben auch die mystische Dimension der Theologie, kniende Theologie. Und das von Balthasar hat gesagt, also die Liebe zu Gott ist eigentlich die Herzmitte der Theologie als Wissenschaft. Sie haben ein interessantes Stichwort mit den Kirchenvätern gegeben. Wenn man sich die Biografie der Kirchenväter nennt, Pastor Todro, nenne ich Augustinus, dann fällt ja auf, dass diese außergewöhnlichen Männer auch außergewöhnliche Pfarrer hatten, oft in ihrem Glauben. Gerade bei Augustinus ist ja die Glaubensweitergabe in der Familie auch zunächst bei allen Jugendlichen nicht eingeschlagen. Da gab es vor einigen Tagen nun ein interessantes Bilanzgespräch zur Amazonas-Synode in München, wo auch das Thema Glaubensweitergabe thematisiert wurde und eine Indigene aus Ecuador gab zu bedenken, dass ja in ihren Gemeinden bereits die Frauen, ich zitiere, super wichtig seien, aber die katholischen Männer, die lassen sich an derselben blicken. Was könnten wir eigentlich tun, damit unsere Gemeinden für Männer wieder anziehender werden, weil sie dort auch männliche Vorbilder im Glauben finden und dass sie sich dort eigentlich auch zu Hause fühlen können? Mit dem Drumherum der Amazonas-Synode hat mir nicht gefallen, dass es so irgendwie so exotisch Indigene vorgestellt worden sind. Und wir sind sojenigen, die schon weiter gelangt sind. Und wir betrachten die sozusagen wie ein Zoo. Auch wir sind Indigene. Wir sind da hier geboren, die anderen Leute sind woanders geboren. Was ist eigentlich der Unterschied? Wir sind alle von Gott geschaffen, wir sind alle Geschöpfe Gottes, wir sind alle untereinander Brüder und Schwestern, wenn wir im Glauben verbunden sind, sind wir, ob ein Amazonas sich vor einem Krokodil flüchtet oder ob wir über die Straße rennen und aufpassen, dass wir nicht vom Auto erwischt werden, wie auch immer die äußeren Konditionen sind, wir sind in Christus Brüder und Schwestern. Und wenn Menschen dort oder wo auch immer im Busch in Australien getauft sind, sind sie Christen und nicht Objekte sozusagen unseres paternalistischen Handelns, was können wir mit die tun oder von denen lernen. Die gehören ja zu uns. Wir gehören zu ihnen und sie gehören zu uns. Museal sozusagen einsperren in irgendeinem Jahrhundert. Wir sind ja auch Deutsche, aber wir sind nicht Deutsche aus dem 16. Jahrhundert. Ne? Wir können ja vielleicht ihr Bild von einem Deutschen aus den 30er Jahren oder sowas, ne? Aber wir können ja nicht, die können nicht und wir können nicht nach irgendwelchen Bildern aus vergangenen Zeiten uns jetzt verhalten, unsere deutsche Kultur ist dieselbe wie vor 500 Jahren, aber sie hat sich ganz anders entwickelt und stellt sich heute auch anders dar. Und dann hat auch jeder Recht, Mensch ein Recht, sagt auch Gaudium et Spes im Zweiten Vatikanum, auf die Segnung der Zivilisation. Was tun wir denn eigentlich, wenn ein Kind in einem einfachen Urwaldort sehr krank wird? Soll man einfach sagen, ja, früher sind die Kinder gestorben, bei uns gab es auch die Kindersterblichkeit. Nein, da sind wir sittlich verpflichtet, alles Mögliche zu tun mit Hilfe der modernen Medizin, um Krankheiten und Seuchen zu verhindern, zu überwinden, Krankheiten zu heilen. Diese Kinder haben ein Anrecht auf eine Erziehung, auf eine Schulbildung. Weil auch in Südamerika, im Priesterseminar von Cusco, natürlich muss ich feststellen, dass die Schulbildung von der Grundschule her, was wir Gymnasium da nennen,
nicht das Niveau hat auf uns, aber das heißt nicht, dass die Leute nicht fähig werden, selber geistige Niveau zu erreichen, wie wir. Einer von diesen Spielmachern wäre dann auch gefördert, dass also das Bischof von Regensburg war finanziell gefördert. Einige sind zu uns ins Priesterseminar gekommen, zwei von denen sind jetzt Priester, für 10 Jahre bis zum Regensburg, dann später gehen sie in ihre Heimat zurück. Einer von denen ist jetzt Bischof geworden, mehrere haben dann in Rom promoviert, also an der Fähigkeit der Leute dort fehlt es nicht, sind genauso begabt, unterschiedlich, mehr oder weniger begabt, wie das im Durchschnitt eben auch bei uns ist. Deshalb gehört es notwendig dazu, Förderung, Schulen aufbauen, Krankenhäuser aufbauen, Universitäten aufbauen, die begabten Leute vor allem ganz wichtig, darf man nicht vergessen, die Berufsausbildung. Das sagt man ja, die Bauern dort sollen das Land bekommen, gibt es die Großgrundbesitzer, das Land verteilen, ja, das ist der erste Schritt. Aber Landwirtschaft kann heute nicht mehr geführt werden, ohne dass die Landwirte eine Berufsausbildung haben. Und wo sind die Handwerker? Ja, die alten Inkas, die haben das und das gemacht. Aber wir leben nicht mehr in der Zeit der Inkas. Wir bewundern das, wir leben ja auch nicht mehr in der Zeit der alten Römer. Wir haben bessere Abwasserkanäle gehabt, die alten Römer in Rom, wie heute. Und dort, wo es funktioniert, das ist die alte Cloaca Maxima der Römer. Aber trotzdem wäre es wichtig, dass wir mit moderner Technik auch so eine Stadt wie Rom in Ordnung bringen. Also wir sind doch nicht zivilisationsfeindlich, technikfeindlich. Die Technik hilft uns Menschen zu einem menschenwürdigen Leben. Und deshalb meine ich einfach, sollte man aufhören, irgendwie doch noch diese Vorstellung zu haben, ja, die Neger dort und die Indianer dort und so weiter. Das ist doch keine christliche Option, sondern wir müssen nicht mit unseren Brüdern und Schwestern umgehen. Erinnern an das Pfingstereignis. Viele Sprachen, unterschiedliche Kulturen, Mentalitäten kommen in Jerusalem zusammen, werden von dem einen Geist Gottes erfüllt. Und wie kommt es, dass wir die Apostel Aramäisch sprechen, aber verstehen sie doch in unserer Sprache, weil es der Geist der Liebe ist, der Geist der Gemeinschaft, der die Menschen auch zusammenführt. Pfingstlich sollen wir denken. Dass der Geist die Menschen zusammenführt, ist sicher das Ziel und auch das Anliegen, für das ja in den Gemeinden viele sich engagieren und auch viele beten. Dennoch noch einmal zurück zum Punkt Männerförderung, der heute ja auch in unserem Verein offensichtlich etwas brach liegt. Denn wenn wir in die Verein schauen, wir haben uns auch das zur Heiligen Messe der Jugendehrenämter und wer ist bereit, auch etwa für eine Art zu kandidieren, dann haben wir überwiegend Frauen dort. Christine, könnten Sie sich vorstellen, wie könnten wir eigentlich die Kirche gerade für junge Männer attraktiver machen? Die Kirche wird dann für junge Männer wieder attraktiver, wenn die Frauen an ihren Platz zurückgehen, wo sie hingelangen sind. Nein, aber ich bin nämlich wirklich eine echte Emanze, weil ich behaupte ja tatsächlich, dass wir Frauen alles besser können. Und weil wir alles besser können, müssen wir den Männern die Sachen lassen, die die Männer gut können. Es muss auch nicht alles von uns gemacht werden. Ich meine, es ist ja schön und wichtig, dass da auch eine Arbeitsteilung gibt. Und es ist zu Hause so und ich weigere mich einfach dagegen zu glauben, dass nur weil wir nicht alles machen dürfen oder machen sollen oder können, dass wir deswegen schlechter werden. Ja, wir müssen einfach vom Selbstbewusstsein ganz dezidiert auftreten und sagen, wir wissen, dass wir alles können, wir wissen, dass wir der Motor sind, aber die Frau, ist auch das hört sich jetzt
sehr altmodisch an, aber ich glaube da wirklich dran, ist am besten, wenn sie hinter dem Mann steht und dem Herrn hilft, dem Herrn dient, dem Herrn, so wie das früher in der Familie, das hat bei uns fantastisch funktioniert. Ich habe einen sehr viel älteren Ehemann gehabt, der ein eingefleischter Junggeselle war und der sich also schon mal gar nichts von einer jungen Frau hat sagen lassen wollen. Und da habe ich gelernt, wie man eben mit viel diplomatischem Geschick und aus dem Hintergrund doch eigentlich sehr viel erreichen kann. Und ich habe dann das ganze Schloss umgebaut, das hat gar nicht gemerkt. Und so, ich sage auch so in der Kirche, ich glaube wirklich, dass... Das fällt gar nicht, dass es gezügelt wird. Ja, und in der großen Reiterei, weil du das so im Pferd sagst, also ich bin ja auch Reiterin und meine Kinder sind geritten, die hohe Kunst in der Dressurreiterei ist ja, das Pferd ist ja unglaublich stark. Das Pferd, wenn das Pferd wüsste, wie stark es ist, dann würde uns das niemals nicht gefallen lassen, was wir damit mit ihm machen und anstellen. Aber das große Dressurreiterei funktioniert eben nur dann, wenn der Reiter dem Pferd angenehm und hilfsbereit Hilfestellungen gibt, damit das Pferd an diese großen Sprünge und großen Dinge geht. Und in der Kirche haben wir ja große Aufgaben. Wir haben ja riesige Aufgaben. Erstmal eben, was macht die Haushälterin des Priesters oder was macht eben was machen wir beide vor allen Dingen? Wir wollen unsere Priester unterstützen. Wir wollen für unsere Priester da sein und wir wollen in der Kirche, können wir viel organisieren von der ganzen Musik her, könnten wir einiges organisieren, auch die Stütze des Priesters selber und überhaupt, also da gibt es viel zu tun. Aber ich habe schon in der Vergangenheit gemerkt, wenn die Mädchen auch ministrieren wollen, ist das natürlich für die Jungs nicht mehr so attraktiv. Also meine Brüder beispielsweise wollen nicht mehr Messe dienen, weil sie dachten, es ist doof, dass sind zu viele Mädchen da. Was soll ich dazu sagen? Auseinandergerissen und ich habe da nichts gegen, aber ich bin einfach, also ich sage so, solange bei der Königin von England bei Tisch nur Männer in die Bräse servieren, das ist nun wirklich eine profane Aufgabe. Ja. Oder solange in der Nationalmannschaft nur Männer spielen dürfen, also in der Männernationalmannschaft es keine gemischte Mannschaft ist, solange soll man uns auch bitte in der Kirche in Ruhe lassen. Der Heilige Vater hat an aller Seele in seiner Tätigkeit bisher angekommen, an diese weltweite
geweihte Christentum wurde erinnert. Nun gibt es ja bei uns auch immer wieder Stimmen, die den Westen warnen, mehr für die verfolgten Christen zu tun und einfach klarer auch sich zu Wort zu melden. Schon vor 4 Jahren hat der frühere bayerische Ministerpräsident Beckstein vergeblich ein Kontingent für christliche Flüchtlinge aus Syrien, aus dem Irak gefordert. Fürstin, wie sehen Sie das? Sie kommen viel herum. Tun wir genug für die verfolgten Christen? Meiner Ansicht nach tun wir nicht genug. Man müsste viel gezielter diese Menschen zu uns holen und ihnen bei uns Schutz bieten. Aber was wir auch machen müssen, viel offensiver, ist auch die Mohammedaner davon zu überzeugen, zu uns zu kommen und in unserem Glauben überzeugen. Also ich habe neulich bei einem aus Libanon, einen Bischof bei mir zu Besuch, und er sagt, er ist total enttäuscht darüber, dass er bei uns überhaupt keine Missionsarbeit mehr hat. Also Mission ist komplett aus der Mode geraten. Und auch da ist für uns Frauen wieder eine Riesenaufgabe, dass wir eben dann eben das, die Leute eben versuchen, die Attraktivität und vor allem die Frauenrechte. Das ist ja das Revolutionäre an unserem Glauben, dass die Frauen ja dem Mann gleichberechtigt sind. Und er kann sie eben nicht mehr wegschicken. Und er muss sich für sie, muss sich um sie kümmern oder muss bei ihr bleiben. Und das war ja vorher alles nicht der Fall. Dann konnte der Mann die einfach wegschicken. So wie das die Heiden heutzutage auch machen, wenn sie ihr Haltbarkeitsdatum überschritten haben. Darf ich einen Blick in die Zukunft? Der ökumenische Kirchentag im Jahr 2021 in Frankfurt soll eine Plattform für die christliche Botschaft in Deutschland werden. Die Positionen zwischen den Konfessionen und vor allen Dingen zwischen Katholiken und Lutheranern sind allerdings sowohl dogmatisch als auch in gesellschaftspolitischen Fragen oft so unterschiedlich, dass sich eine gewisse Ratlosigkeit nicht leugnen lässt. Herr Kardinal, Sie haben sich intensiv mit dem protestantischen Glaubenszeugen Dietrich Bonhoeffer beschäftigt. Welchen Satz wollen Sie, was würden Sie als Leitmotiv für die Vorbereitungsphase auf den ökumenischen Kirchentag empfehlen? Welchen Gedanken? Ja, im Gefängnis, als er den Tod eventuell schon oder mit ihm rechnen musste, hat er so Entwürfe gemacht für eine Situationsbeschreibung des Christentums, sind dann später in den Briefwechsel mit Emanuel Bethke, Widerstand und Ergebung, veröffentlicht worden sind. Da gibt es einen Satz, Kirche ist nur Kirche, ist auch Kirche für andere ist, von Christus her. Christus, der Mensch für andere, ist es Fürsein, pro Existenz Christi, die sich in dem Wesen, dem Auftrag, der Mission der Kirche auch zeigt. Wir sind ja eben keine Lobby für unsere selbsternannten und formulierten Interessen. Die Kirche ist Gemeinschaft mit Christus, in Christus, Communio, aber auch Mission, Sendung zu den Menschen hin, um dieses Fürsein Gottes in Jesus Christus zu bezeugen und auch vorzuleben, beispielhaft vorzuleben. Lange Jahre Vorsitzende der Ökumene-Kommission, der Deutschen Bischofskonferenz, auch dann auch mit dem entsprechenden Pendant der Evangelischen Kirche in Deutschland zusammen, einer gemeinsamen Kommission, wo wir festgestellt haben, in früheren Zeiten, aber in all diesen Fragen der Ethik, Individualethik, Sozialethik, waren wir uns einig, eben die klassischen Themen gegeben, Fragen der Kontroverstheologie, der Scheidungslehren im Kirchenverständnis, was Bischofsamt, Papsttum ist, ob die Kirche Sakrament ist oder ob die Kirche nur der Ort ist, wo die Gerechtfertigten zusammenleben, was die Sakramente angeht, während man ja auch gemeinsam ausgehen konnte, von dieser großen Einheit im Gottesglauben, der Trinität, der Inkarnation, dieser
Erlösungsgeschehens, in Christus Kreuz und Auferstehung als Höhepunkt. Glaube an die Wiederkunft Christi am Ende der Zeit, also des Christologischen, dem der Gotteslehre, auch große Teile der Erlösungslehre, Ausnahme der Rechtfertigung, was die Unterschiede gegeben, aber die grundsätzliche Erlösung der Menschheit durch Christus, das war der, ist ja die gemeinsame Grundlage. Und leider muss man heute sagen, dass es in weiten Teilen der evangelischen Gemeinschaften, Lutheraner, mehr oder andere, aber auch bei uns nicht mehr die selbstverständliche Grundlage ist. Es gibt kirchliche Dokumente, wo Christus gar nicht mehr vorkommt. Von Gott, die Rede ist in der Kaltigen, Gott oder wo einzelne Schriftzitate, ornamental irgendwo stehen, göttliches Dokument, sehen, ich mache alles neu, bei Christus. Und da heißt es ja, wir müssen immer was neu machen in der Kirche. Ich mache alles neu, das bezieht sich auf die Neuschöpfung. Nicht, dass wir sozusagen ständig umorganisieren. Das ist was ganz anderes, also völlig eine falsche Verwendung auf Schriftzitaten, die nicht aus dem christologischen Ursprung heraus formuliert werden, eine vorhandene Theorie oder These dann sozusagen rein biblisch abspitzen sollen. Und den größten Dienst, den wir für die Ökumene tun können, wenn wir uns zurückbesinnen auf die gemeinsame Grundlage im Gottesglauben und der Christologie, Christusverständnis, Christuszentriertheit, das wäre, glaube ich, wichtig, sonst machen wir vielleicht die Fusion, die Zusammenarbeit verschiedener Sozialunternehmen, aber nicht, finden wir nicht tiefer zusammen in der Einheit des Glaubens. Wir haben immer die Formulierung gehabt, ja, die Gemeinsamkeiten sind größer als die Verschiedenheiten. Aber das kann nicht ein quantitativer Ausdruck sein, eine quantitative Bestimmung. Wir müssen nicht nur diese Einheit im Gemeinsamen betonen, sondern auch fruchtbar machen. Sind wir mit uns im Einen, nicht irgendwie im Gottesglauben, wir glauben an einen Gott. Was heißt das wirklich in unserem konkreten Leben, im kirchlichen Leben? Die Gottzentriertheit, die Theozentrik, die Christozentrik in der Liturgie, im karitativen Wirken. Was unterscheidet denn die Caritas in der Gemeinde oder die Diözese oder im Caritasverband, der internationalen Caritas von vielen anderen Organisationen, die auch durchaus respektable Sozialarbeit leisten? Das ist doch fachlich, dass alles wichtig ist, etwa Caritasverband in Krankenhäusern und so, brauchen wir natürlich die fachliche, professionelle Ausbildung und Mitarbeit. Aber was ist eigentlich das innerste Motiv, dass wir in jedem Kranken und Hilfsbedürftigen, wie auch immer, ganze Bereiche, Christus sehen? Was in dem geringsten meiner Brüder getan hat, sagt ihr zur Übersetzung, sagt, sozusagen für mich getan, ich bin nicht. Das heißt, original heißt es, habt ihr mir getan? Also, dass Christus sich selber mit dem armen Hilfsbedürftigen identifiziert, dass wir im Gesicht eines anderen Menschen das Gesicht Christi sehen. Das ist das Besondere, dass die Diakonia, das karitative Ausdruck ist, der Kirche als Sakrament des Heils der Welt, der innersten Vereinigung der Menschen mit Gott. Der Einheit der Menschen untereinander. Und deshalb können wir auch nicht sozusagen das Karitative auslagern aus der Kirche. Manche sagen, wir zentrieren uns jetzt nur auf die Liturgie und die Martyria, Seelsorge, Verkündigung, das wird ein Vorspiel. Nein, die Kirche ist Sakrament des Heils der Welt in Jesus Christus, in diesen drei Grundkategorien, Martyria, Leiturgia, Diakonia. Auf solche Grundbesinnungen sollten wir uns bei uns in der katholischen Kirche in Deutschland, aber im ökumenischen Prozess, wir uns neu zu eigen machen,
eigentlich nur mal empfehlen, im Zweiten Vatikanum neu zu studieren, das Dekret über die Offenbarung, die Werbung heißt das, Offenbarungsverständnis, Vergegenwärtigung der Kirche, Offenbarung als Selbstmitteilung Gottes, Gnade, Wahrheit, Liebe und auch Lumen Gentium, das Kirchenverständnis. Dann würden auch diese ganzen polarisierenden Dinge bei uns jetzt nicht im Vordergrund stellen. Wer hat mehr zu sagen? Wer hat mehr Einfluss? Wer ist auf den vordersten Plätzen? Da müsste uns doch eigentlich biblisch das in den Ohren klingen. Wenn der Erste sein will, der Oberste, der Angesehenste, der soll doch der Diener aller sein. Kirchliches Wirken im Priesteramt, Bischofsamt oder wenn einer Religionslehrer ist, oder Krankenpfleger, vielfältigsten kirchlichen Berufe, aber auch wenn er keinen kirchlichen Beruf hat, was Eltern in der Familie sind, Geschwister einander sind, dass wir eben dieses Fürsein Christi und der Kirche verwirklichen. Und das wird uns meines Erachtens auch ökumenisch weiterbringen und wird auch innerkirchliche Polarisierung überwinden. Lektüre-Empfehlung ist notiert. Also bis 2021 noch einmal die Konzilsdokumente hier zum Beispiel nehmen und noch einmal durchlesen. Wir sind am Ende eines sehr informativen und auch sehr angehenden Abends angekommen. Ich möchte den Abend aber nicht abschließen ohne eine Schlussfrage. Und die Schlussfrage, sehr eminent und an Sie durchlaucht, lautet, und ich bitte Sie, die mit einem Satz zu vervollständigen: Papst Franziskus wirbt in seinem Brief an das Volk Gottes in Deutschland darum, die Evangelisierung an die erste Stelle zu setzen. Der Aufruf des Heiligen Vaters kann in Deutschland auf fruchtbaren Boden fallen, wenn Markus Evangelium vom Anfang bis zum Schluss lesen. Es geht nämlich am Anfang des Evangeliums von Jesus, dem Christus, und am Ende dann der Auferstehung. Alle waren bestürzt. Die Frauen, repräsentativ für die Kirche, alle waren bestürzt. Das überschreitet alle menschlichen Vorstellungen, ist aber die Erfüllung unserer Hoffnung, der Auferstehung, das ewige Leben, das neue Leben in Christus. Ganz herzlichen Dank. Fürs den Aufruf noch einmal. Der Aufruf des Heiligen Vaters kann in Deutschland auf fruchtbaren Boden fallen, wenn wir durch unser Leben und durch unser Vorbild, durch unsere gute Laune leben, den Glauben leben und attraktiv machen durch das, was wir ausstrahlen und wie wir durchs Leben marschieren und wie wir einfach sind. Jawohl. Yeah.
Segen Gottes bitten für uns alle, die wir hier sind, für unsere Angehörigen, für unsere Gemeinden, für die Kirche in Deutschland und am Amazonas, aber auch die Kirche in der ganzen Welt. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der Name des Herrn sei gepriesen. Und der Name des Herrn. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der Himmel und der Erde erschaffen hat. Segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.